Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zurück. Let's Play The Evil Within ist am Start und ich will überhaupt nicht auf weitergehen, ja? Ich will nicht. Wir haben immer noch diese kackige Spinnenfrau vor uns, die uns das letzte Mal mies behandelt hat. Keine Ahnung, Mann. Dieses Scheißvieh. Wir starten jetzt mal rein. Ich weiß gar nicht mehr, wo unser letzter Stand jetzt ist, von wo wir wirklich neu anfangen müssen. Und, okay. Wir starten mit super Errungenschaften. Ich möchte das jetzt alles nicht. Da müssen wir lang, ja. Und zwar müssen wir überlegen, ob ich jetzt wieder taktisch klug vorgehen muss. Also dieses Mistvieh hat Probleme mit Feuer. Das ist mal ganz klar. Ich würde sagen, wir wechseln mal die Waffe. Was haben wir denn hier sonst noch? Da haben wir nämlich zu wenig Muni auf jeden Fall. Na, komm. Das lassen wir mal. Ich traue mich gar nicht los. Wollen wir nicht ein bisschen quatschen? Wie findet ihr denn bis jetzt so das Spiel? Seid ihr enttäuscht oder verspricht es das, was es hält? So. Ja. Und das finde ich auch wirklich immer noch merkwürdig, ne? Was hat es mit diesen Tieren bitte auf sich? Warum, verdammt nochmal, ist da eine Krähe mit so einem scheiß Ding drauf? Das stimmt doch irgendetwas nicht, oder? Okay. Also irgendwie, wir können ja mal Wetten abschließen. Ich sage, ich sterbe dreimal. Und ihr müsst am besten euch das jetzt überlegen und euren Tipp abgeben. Vielleicht schreibt ihr ihn schon in die Kommentare. Ich muss doch da lang. Haben wir den ersten Speicherpunkt jetzt doch schon hinter uns? Dieses Geflatter macht mich auch ein bisschen irre. So, die dumme Pute. Das war ja relativ mies von ihr. Ich wollte sie so schön verbrennen, aber... Sie stand dann auf einmal hinter uns. Und das war richtig scheiße, ja? Das ist richtig mies und ich weiß halt nicht, ich hätte jetzt gerne eine Karte einfach. Wo war denn das? Hier brennt es schon. Ich würde gerne mal an die Stelle gehen. Hier war doch irgendwo Feuer. Oder müssen wir hier mit einer Fackel? Was passiert denn, wenn wir die Fackel nehmen? Weil Feuer, die steht ja nicht auf Feuer. Wir können die vielleicht hier hinlocken. Was können wir benutzen? Aha, okay. Okay, wir können das auf und zu machen. Das, wir können ja mal hier runterlaufen. Hoffen, dass sie dann auf diesem Gitter landet. Und, sie dann verbrennt. Dann haben wir sie besiegt für immer, ne? Und ich weiß, dass ich gleich wieder Panik bekommen werde. Da liegt Munition. Ah, siehst du? So, du Schlampe. Das wird jetzt voll die Sackgasse werden, weil es garantiert nicht klappen wird. Aber ist mir scheißegal. So, du Behinderte. Spring rein da. Schade. Los. Ernsthaft? Ich dachte, ich hätte sie getötet. Sexy. Schade.
Echt? Kacke. Ich wäre natürlich nicht stehen geblieben. Ganz klar, wenn ich nicht damit gerechnet hätte, dass sie tot ist. Ich habe gedacht, sie ist tot. Ich habe gedacht, ich hätte sie gepackt. Also bringt uns diese kackige Fackel auch nichts. Aber wir machen das nochmal so. Wir machen das einfach. Ja, ah, dann ist sie von hier. Runterklettern können wir da auch. Alles klar. Das machen wir nochmal. So, runter. Und ich würde sagen, das Spielchen. Sag mal, bist du. Was? Oh nein. Zweiter Tod. Ihr habt bestimmt mehr gehofft. Ich sehe mich schon wieder austicken, ganz ehrlich. Wir schaffen das schon. Wir haben es jetzt alles geschafft in diesem Spiel. Und überlegt mal, liebe Leute, ne? Ja, ist gut, das wiss ich jetzt. Wissen wir? Ich zock das auf leicht. Ja. Aber das finde ich eigentlich mies, muss ich sagen. Wieso klappt das so nicht? Wieso klappt das so nicht? Das mache ich nochmal, weil das kann es nicht sein. Das soll ja so der Sinn hier sein. Lauf, Sebastian. So, ich muss auf meine Kondition achten. So, da ist sie jetzt drin. Komm, egal, wir probieren das nochmal. Oh ja, Sebastian. Komm schon, Mann, die kommt. Geh jetzt da runter. Mein Gott, ey, das ist. Boah. Wie lange soll das jetzt noch so weitergehen? Ganz ehrlich, wenn die mich jetzt killt, wenn die mich jetzt killt. Komm. Nochmal. Und laufen. Yes, Baby. Richtig stark. Richtig stark. Ich bin stolz auf mich. So. Sehr gut. Das haben wir doch perfekt gemeistert. Wo muss ich jetzt lang? Ich bin verwirrt. Okay. Muni ist voll. Haben wir hier vielleicht noch irgendwo Schrot? Das finde ich gut. Den nehmen wir natürlich auch gleich. So, hau nochmal das Ding Schrott. Was ist eigentlich rechte Maustaste und F? Habe ich vorhin irgendwo so einen Tipp bekommen. So, wo war jetzt die Tür? Hier, ne? So. Und wehe, ich muss diese Qual nochmal erleiden. Ja. Sebastian und ich. Wir können hier definitiv alles besiegen. Wie, ist nichts drin? Doch. Ein bisschen Glibber. Das ist ein bisschen spärlich gewesen bis jetzt, ne? So, mal gucken, welche Hackfressen uns jetzt hier begegnen. Kontrollpunkt. Das ist schon mal gut. Und ich hoffe, wir können uns etwas entspannen. Oh. Nach Hause. Nach Hause. Die Krankenakte des Probanden führt Entwicklungsstörungen. Eingeschränkte Kommunikation und soziale Kognition sowie repetitives Verhalten auf. Synästhesie-Anzeichen berichtet. Die Anlagen weisen auf erhöhte Empfänglichkeit externer Stimuli und hohe strukturelle Anpassungsfähigkeit hin. Könntest du das sein, wonach ich all die Jahre gesucht habe? Direkt vor meinen Augen. Unglaublich. Ist doch Leslie, oder? Kein Zweifel mehr. Dieser ist.
kompatibel. Alter, was macht er denn mit ihm? Aus in Teufels Namen. Krass. Das ist alles kein gutes Zeichen, ne? So, wir laden schnell nach. Was ist denn hier für ein... Also irgendwas ist hier merkwürdig, ganz ehrlich. Ich werde gleich... Ohne Witz, der ist da... Ich muss hier irgendwas machen. Ich muss hier irgendwas machen. Warte mal. Die sind hier irgendwie festgebunden. Scheiße, es war voll daneben. Was muss ich denn hier nehmen? Hier war doch was zum Nehmen. So stirbt der denn nicht? Wartet mal. Da muss ich... Ich muss da hin. Ah, okay. Ich muss irgendwas entfernen. Es ist natürlich geil, dass ich meine Muni... Munition alle. Hier verballer. Das hat ja gar nichts gebracht. Ja, geil, ey. Was sind denn das für Hackfressen hier? Hm. Wir müssen die irgendwie austricksen. Also die laufen definitiv scheiße hier rum. Wir müssen die kurz ausnocken, wenigstens. Ja, das war super. Ausgenockt. Das war nicht mein Plan. Hau erstmal ab. Oh, wo ist das jetzt? Ich raste aus hier. Wo ist das? Hier, du Hackfresse. Ey, das ist unglaublich. Also ohne Shot läuft hier, glaube ich, nicht besonders viel. Muss ich sagen. Ah, ja. Lad mal eben nach. So, lad nach jetzt. War das gar kein... Ach, das war wieder keine Shot-Money, ja. Sorry. Kann ich hier nicht einfach raus? Fuck, ey. Ja, ich hab's versaut, Leute. Sorry, ich weiß. Ich glaube, ich lasse mich hier gleich einmal eben töten. Es ist nur die eine Stelle, wo wir das machen können. Und diese Idioten stören uns ein wenig dabei. Das ist genau da, wo er steht, glaube ich. Hier, wo... Ach, ihr könnt mich mal. Ja, komm, dann töte mich doch. Ich krieg sie nur nicht mehr betäubt. Jetzt. Komm, ein bisschen schneller. Jetzt steht der nämlich schon wieder auf. Ich hätte das... Ich bin einfach zu langsam. Bin einfach zu langsam. Komm, ich lasse mich mal im Töten, da habe ich keinen Bock drauf. Das ist hart. So, und jetzt machen wir das nochmal. Nicht so hektisch, sondern ganz in Ruhe. Nochmal von vorne. Was in Teufels Namen? Ja. Und dann kriegen wir das hoffentlich relativ schnell geregelt. So.
So, lauf hier schon mal rum. So, jetzt müssen wir die richtige Stelle finden. Das ist echt irgendwie creepy. Könnte das hier sein? Nee. Die sind ja relativ langsam wenigstens. So, wo war denn das jetzt? Hier? Oder wann, So, und was hat mir das jetzt gebracht? Okay. Und jetzt? Können wir hier jetzt raus? Vielleicht? Oder wir müssen hier noch mehr entfernen wahrscheinlich, ne? Oh oh. Okay, pass auf. Wir gehen hier nochmal jedes Ding ab. Okay, hier waren wir. Ach so, ich weiß schon. Wahrscheinlich müssen wir diese Seile da ablösen. Hier. So. Ist jetzt hier noch irgendetwas? So. Das war Nummer 2. Oh Gott, ey, krass. Nein! Oh Mann, wieso schießt denn der schon wieder nicht? Ich habe geschossen. Manchmal ist die Shotgun echt ein bisschen asozial. So, wo ist es jetzt? Versteh's nicht. Da ist der Typ. 2 Schuss habe ich noch. Ja, das schaffen wir. Aber, muss eigentlich hier sein. Da, wo er natürlich auch ist. Hier ist aber nichts. Verarschen? Oder ist der irgendwo anders fest? Das ist natürlich jetzt ungünstig, ne? Er latscht hier ja auch so rum. Irgendwo. Oder ist es woanders? Leute, helft mir doch! Vielleicht müssen wir bei dem was anderes machen. Aber scheinbar nicht. Ich kapiere das ehrlich gesagt nicht. Kapier's nicht. Da oben. Hier? Ey, ohne Witz? Was ist hier zu tun? Gut, dass du da rumwachst. Das muss doch irgendwo hier sein. Aber es wird mir hier echt nichts mehr angezeigt, ne? Genug Schuss haben wir auf jeden Fall, aber hier kommt er mir gar nicht hinterher. Ich hab doch... Oder ist das direkt an ihm dann? Muss ich direkt an ihm das, die Kette da rausziehen? Oder wie ist das?
So einfach ist das. Jetzt, Tata! Wir haben das Kapitel 5 überlebt. Und haben gespeichert. Und ja, ist mir egal. Und ja, bevor wir jetzt natürlich in das Kapitel 6 starten, mache ich natürlich einen Cut. Ist klar. Ich freue mich, dass es eigentlich doch relativ gut geklappt hat. Okay, die letzte Runde, das hätte ich eher schnallen können. Aber ich dachte, wir müssen... Das war halt nicht so offensichtlich. Ja, ich dachte, man muss es halt an diesem... Dingern da irgendwie machen. Habe ich halt nicht geschnallt. Danke fürs Zuschauen. Meine Lieben, bis zur nächsten Folge. Tschüss!